Ja, ich folge definitiv meiner Nase, suche halt meine weiterhin, ob ich irgendwie die Spur wieder von dem heiligen Maschinenöl aufnehme, die ja der Verwundete verliert. Ja, einmal in der Nase kannst du es natürlich dann weiter folgen. Auch die Spuren sind dann wieder besser zu lesen, mal etwas rötlicher, mal etwas schwärzer. Aber ihr gelangt zur Bunkeranlage. Der ist umgeben von einem Zaun mit rasiermesserscharfem Stacheldraht. Am Zaun weisen noch Schilder unbewogte darauf hin, dass sie damit rechnen müssen, erschossen zu werden, falls sie sich nähern. Ja, auf dem Boden vor dem Bunker liegen zerfetzte Überreste mehrerer von den Tyranniden, albtraumhafte Kreaturen. Auch von den Geflügelten könnt ihr einige identifizieren. Der Bunker oben hat einen automatischen schweren Bolter montiert. Der ist höchstwahrscheinlich für das Ableben der Kreaturen verantwortlich. Die Bolterwunden sind für euch natürlich zu identifizieren. Und wenn ihr an die Stelle kommt, schweigt zunächst der Bunker und dieses automatische schwere Boltergewehr mit dem Servo darauf. Oder spricht ihr die Sprache der Tech-Priester? Nein. Ich bin froh, dass ich Negativ. Logos sehen kann. Frage, diese Rohre, liegen die da und so halb über dem Bunker oder gehen die nach oben raus? Die Rohre führen teilweise eben obendrauf, aber nicht hinein. Von der Rückseite, ja. Also das sind nicht irgendwie oben auf dem Bunker wie so Schornstein oder sowas, die oben drauf stehen. Nee, also es ist kein Schornstein, die liegen da wohl eher vor, weil sie eventuell dahin transportiert worden sind, wofür auch immer. Okay. Der Bunker sieht aber auch intakt aus, also die Panzertür ist verschlossen und wohl da schon seit einiger Zeit. Das Tor vorne hier ist offen oder ist das auch noch zu? Also ich ziehe mir gerade meinen Charakter dahin. Das ist geöffnet. Also du könntest da hingehen. Davor liegen dann die zahlreichen Leichen der Tyrannidenkrieger. Okay, und der Bolter auf dem Bunker, der ist aber noch aktiv. Der ist noch aktiv. Der ist zurzeit also inaktiv, ja. Aber du wirst der Meinung, so das Lichtlein verrät, der könnte anspringen. Okay. Dann würde ich tatsächlich erstmal vorsichtig in die Richtung laufen, Ja, gucken, du ob der. siehst. Wenn du dann weitergehst am Tor vorbei, siehst du, dass das Lichtlein fängt an zu flackern und stellt sich dann auf rot und er nimmt dich ins Visier. Okay, ich glaube, Schwere Bolter. der schwere Bolter ist defekt. Denn er hat mich gerade als Ziel genommen. Geh in Deckung, schnell, alle in Ja, Deckung. ich Ich aktiviere muss mein mich auf oben Sprungmodul machen. und springe sozusagen dann weg. Spring doch oben drauf auf den Bolter. Ja, noch besser. Richtig, springen. Dann springe ich tatsächlich von hier hoch im Bunker, sodass ich dann nicht mehr von dem Bolter angegriffen werden kann. Ja, dann würfel mal bitte einen Ausweichenwert, weil er spuckt auf alle Fälle seine Munition auf dich. Ich habe mit 16, wenn ich es richtig sehe, ja. Ja. Ausgewichen. Ausgewichen. Du merkst, wie das Surren der Boltmunition an dir entlang streift, und sie dann irgendwo hinter dir in weiter Entfernung explodieren, wenn sie dann ihre Maximalreichweite ausgelaufen haben. Und kannst dann neben dem Servitor runterkommen. Also wir gehen auch irgendwo in Deckung und vertrauen darauf, dass unser Bruder das irgendwie mit dem Bolter regelt. Wartet! Sie ruft durch ihr Helmwuchs. Nun, da vorne am Eingangstor, da können wir eventuell was einlesen. Habt ihr Codes oder so etwas? Nicht, dass wir den schweren Beutel zerstören. Das hatte ich nicht vor. Bei euch kann man ja nie wissen. Mein Das ist. Lord. Ich fange mal Ihr laut seid so an zu lachen. wunderbar. Man hört nur so ein ziemlich lautes Knurren. Und ich gucke mir mal den Servitor an, ob der vielleicht mittlerweile anfängt, mich mal so ein bisschen zu scannen. Nee, also jetzt bist du neben ihm, hinter ihm gelandet, sodass er dich dann eben nicht erreichen kann. Aber wenn die anderen unten an den Haupteingang gehen, dann würde der auf alle Fälle weiter spucken. Was machen die Die anderen aber liegen nicht? einfach am Winkel liegt das. Also ich liege auf dem Boden.
und habe mich außerhalb der Schussreichweite gerollt. Also ich versuche auch hinter irgendwas in Deckung zu gehen. Vielleicht sind ja die Pfosten von diesem Stacheldrahtzaun irgendwie massiv. Ja, also den Stacheldraht wird er dann eben auch nicht zerschießen mit seinem schweren Bolter, das wird er nicht tun. Aber wenn ihr dann eben in den Eingang hineingeht oder lauft, dann würde er auf alle Fälle dann seine tödliche Munition machen. Haben wir irgendwie eine Codekarte bekommen oder sowas? Also ihr seid Mitglieder der Deathwatch, dementsprechend habt ihr Inquisitionsränge, beziehungsweise eben die Inquisitionscodes, die überschreiben quasi alles. Okay. Versuch's doch erstmal mit einem ordinären Funkspruch, das hätten wir vielleicht ganz am Anfang machen sollen übrigens. Ruf mal, ob da irgend noch jemand in diesem Bunker sitzt, der dem Imperator treu ist. Dabei gucke ich die etwas vorlaute Soldatin an. Ich habe das Funkgerät auf dem Rücken. Wenn ihr wollt, dann lasse ich das Transmittersignal in die Region strahlen. Ja, mach mal. Ja, sie dreht einige Knöpfe und... Ihr habt jetzt die Frequenz auf dem Helm, damit könnt ihr funken. Hier spricht Ultramarine Astartes Bruder Octavius an die Besatzung des Bunkers vor uns. Seid ihr des Imperators treue ergebene Diener? Meine Lords, wo seid ihr? Wer war das? Identifiziert euch. Verzeiht, mein Lord, Kommissar Sander hier. Wir sind nicht mehr im Bunker. Fahrzeuganger. Tür daneben. Halt die Stellung. Das war nicht ganz so verständlich. Habt ihr alles irgendwie mitgekriegt? Fahrzeuganger habe ich verstanden. Und dieses Lauf, das klang doch irgendwie so, als sollten wir von hier weggehen. Hattet ihr auch den Eindruck? Oder er hat mit seinen Leuten gesprochen, aber ein Kommissar, der die Moral verliert, ein sehr seltener Anblick. Wie sieht's aus? Bruder, halte kurz den schweren Bolter fest. Ich sprinte vor zu der Tür und werde den Eingangscode überschreiben. Du weißt, wenn ich ihn festhalte, ist er kaputt. Warum? Ihr könnt nördlich von euch einen Schuss hören. Das war ein Bolter. Hört sich das an, als kommt der Bolter gerade näher? Nein. Okay. Nördlich von uns, das wäre bei 6, ne? Ich guck mal in die Richtung, wo das Geschoss zu hören war. Ich sehe ja von da oben jetzt auf dem Bunker relativ weit. Ja, Fahrzeugshangar. Also du weißt von deiner Karte, der Fahrzeughangar ist im Norden von euch und grob von da aus kam auch wohl der Bolterschuss. Milord, Sie müssen sie retten. Positiv. Reiht euch hinter mir ein. Ich sprinte los Richtung Norden. Du willst mich hier alleine lassen? Das lasse ich nicht zu. Du kommst schon hinterher. Würde dann halt mit meinem Sprungmodul einfach von hier oben rüberspringen. Kein Problem. Ich glaube, das waren mit Sprungmodul, habe ich gerade gesehen, kann ich doch weiterfliegen, als ich dachte. Ja, wir sind ja auch noch nicht in Kampfrunden, also es soll auf alle Fälle gelingen. Ja, ich kann tatsächlich die dreifache Weite von meiner Sturmmenge schaffen. Momentan sowieso 45 Meter. Ja, so könnt ihr so schnell sich eure Beine tragen in Richtung Norden sprinten. Die Guardianer, auch wenn es nur Menschen sind, halten natürlich gut mit für Menschen, aber hinter den Astartes können sie natürlich nicht mithalten, sodass ihr dann eben etwas später ankommen. Ja, aber ihr könnt dann am Fahrzeughangar eintreffen. Ist jetzt die Frage, wie ihr ankommen wollt. Ich ziehe euch einfach mal weiter nach Norden, die Menschen irgendwo hier hin. Also, wir würden natürlich erstmal von der Weite erstmal sehen, was wir sehen. Ja, das Problem ist eben durch die Mauer, die dort ist, wenig. Ihr wisst, dass es eben auf der östlichen Seite ein Torhaus gibt, durch das ihr dann das Ganze betreten könntet. Und natürlich ist dann hier eben auch möglich, dass man mit Shuttlen hier startet. Aber das Shuttle liegt ja auch schon zerbrochen auf dem Boden. Und von da aus gibt es, wenn ihr näher kommt, gibt ihr auch jetzt Laserschüsse. Ja, zum einen sehen wir von außen irgendwelche Feinde darauf zustürmen oder irgendwas von der Seite, wo wir kommen? Von der Seite nein. Dann die nächste Frage, wie hoch ist die Mauer? Ich sag einfach mal 7 Schritt. 7 Schritt, da kann ich locker drüber.
mit meinem Sprungmodul. Oh, ich glaube, das wird schon bei mir knapp. Ja. Also ich könnte, Mensch, könnte ich wahrscheinlich mit rüberfliegen, aber an dich bin ich mir nicht sicher. Schwerer Flug für meinen Sprungmodul. Also wenn ich die Hand ausstrecke, bin ich vielleicht knapp 3 Meter. Das heißt, ich müsste 4 Meter hochspringen. Wird ein bisschen kritisch. Also wenn ich ein Freerunner wäre, könnte ich an der Mauer hochlaufen. Aber ich glaube, ein 300 Kilo schwerer Freerunner... Na, wenn du Terminator-Rüstung hättest, könntest du auch durch die Mauer durchlaufen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das könnte sogar mit einem ordentlichen Boltschutz auch funktionieren. Ja, was wollt ihr tun? Frage. Die Menschen rennen euch hinterher, haben auf alle Fälle mindestens 30 Meter mehr zu euch. Aber es sind Kadianer, das schaffen die eben. Wir sollten erstmal hier nochmal anfunken, bevor wir sie überraschen. Am Ende fangen sie an, auf uns zu schießen. Das ist mein Vorschlag. Gut, ihr macht das. Hier spricht Space Marine Thordal Svensson von den Space Wolves. So verstanden, mein Lord. Space Wolves, ich dachte, ihr Ultramarines. Egal, wir brauchen euch. Jetzt haben wir ihn total verwirrt. Wir sind im Haupttanker. Defekter Landschlepper. Tyranniden. Krieger. Brecht, wie viel Angreifer? Und von wo? Eine Horde. Von wo? Damit wir euch helfen können. Im Inneren der Verbrennungsanlage, mein Lord. Wir haben uns hinter einem defekten Landschlepper verschanzt. Das Haupttor offen. Das Haupttor ist offen, mein Lord. Wir kommen euch zu helfen. Haltet die Stellung. Für den Imperator. Auf seinem goldenen Thron. Bruder, ich glaube, wir haben unseren Eingang gefunden. Ja, dann sprinten wir zum Haupttor. Ja, mittlerweile haben die Kadianer auch eingeholt und dann könnt ihr gemeinsam in Richtung des Haupttores gehen. Ihr könnt es jetzt auch hören, nicht nur mit euren Helmen, sondern auch ganz normal akustisch, ohne Verstärkung. Das typische scharfe Knacken von Laserschüssen, natürlich nicht ganz so hochenergielasert, wie die Worgen mit sich führt, aber die Standard imperiale Ausführung. Und jetzt dann eben auch Lautstärke-Befehle, die von höchstwahrscheinlich dem Kommissar gebrüllt werden, könnt dann eben mit einem besseren Blick, taktische Lage, euch so ein bisschen das Ganze verschaffen und dann auch den umgekippten 8-rädrigen Landschlepper erkennen. Mehrere Soldaten, die den Landschlepper dann auch als Verteidigungsposition nutzen, haben Stellung bezogen, haben ihre Lasergewehre in Richtung eines Gebäudes ausgerichtet und schießen das ein oder andere Mal. Könnt ihr auch sehen, wie da wohl irgendwas brennt. Ja, mehrere Einstürze und wenn ihr näher kommt, auch an einige Fässer, die ihr erkennen könnt, die wohl teilweise auch noch auch angezündet sind, natürlich Prometheum, was drin ist. So könnt ihr dann auch den ein oder anderen hervorlugenden Kopf von einem Thermaganten oder einem Hormaganten erkennen. Neues. Wo sind sie? Truff und mit Gebrüll und überhaupt? Ja, definitiv. Man hört wahrscheinlich im selben Moment das Aufheulen der Kettenglieder meiner Waffen. Neues Futter für meine beiden. Ja, ihr könnt auch erkennen, wenn ihr dann näher kommt und du dann auch dein Sprungmodul zündest, wie oben auf dem Landschlepper unverwechselbar die Gestalt eines imperialen Kommissars steht, hat seine Boltpistole gezogen und zielt in Richtung des Feindes. Die raucht auch schon gut, die Boltpistole. Steht da zwischen seinen Gardisten, langer schwarzer Mantel, teilweise zerfetzt und blutbesudelt. Aber er ist einer der wenigen, der keine Furcht zeigt. Und ja, auch eben so, wie er oben steht, scheint er seine eigene Sicherheit völlig zu ignorieren. Könnt auch sehen, wie da wohl einige von der lebenden Munition an seinem sich schon durch den Mantel durchgefressen haben. Und ja, so dirigiert er dann die Soldaten in die Stellung, als sie dann näher kommt. Ein inspirierender Anblick. Sehr gut. Mein Lord, schön, dass ihr da seid. Schwarze Rüstung? Was ist das? Verzeiht, keine Fragen, ihr seid einer von den Guten, ja? Auf jeden Fall, Kommissar. Wir sind hier, um die Abscheulichkeit in Chaos zu machen. Ja, seid ihr näher rangegangen an den Landschlepper, oder? Ja, wir sind definitiv näher. Also, ja.
Ihr könnt auch sehen, zahlreiche Verletzte, denen dann entweder die Arme fehlen oder irgendwelche Wunden in den Beinen haben, entweder mit irgendwelchen von diesen lebenden Munitionen, die sich da durchgefressen haben oder durch Sichelklauen abgetrennt, aber selbst einige von den Schwerverwundeten liegen da noch hinter einem Rad und halten ihren Laser grob in Richtung der Verbrennungsanlage. Echt, wo sind sie? Sie haben sich dort verschanzt. Zwei Krieger und eine große Horde. Krieger, Tyranniden. Sie sind definitiv größer. Ich habe noch nicht allzu oft gegen sie gekämpft, aber das sind Krieger, meine Lords. Nun, dann müssen wir vorsichtig und bedacht vorgehen. Die sind gefährlich. Es ist mir eine Ehre, dass ihr euch anschließt. Kommissar Sanders, wie gesagt, verzeiht. Der Funk war wohl gestört. Der Schatten nähert sich unaufhaltsam. Was sagt meine Lords? Seid ihr hier, um uns zu... wollt ihr uns von dem Planeten runterbringen? Warum seid ihr hier, wenn ich das fragen darf? Wir sind erstmal hier, um den Feind zu töten, Kommissar. Und dann sehen wir weiter. Jawohl. Ich werde die Leben meiner Männer für euch opfern. Für den Imperator. Auf seinem goldenen Thron, mein Lord. Nun, dann lasst uns mal schauen, was uns dort erwartet. Ich würde vorschlagen, ich wechsle mal wieder auf internen Kanal zwischen uns vier. Mhm. Die Soldaten reihen sich hier in die Gruppe ein. Und wir Astartes rücken vor, weil einen Krieger-Tyranniden möchten die Soldaten nicht begegnen. Verstanden. Elizabeth, du kommst mit mir. Könnt uns dann Feuerunterstützung geben. Ich lasse mal einen Blick über die Soldaten schweifen. Sehen die irgendwie verletzt aus? Oder vielleicht mutiert? Nee, mutiert nicht, würdest du sagen, aber verletzt auf alle Fälle. Ja. Und da muss auf alle Fälle mal ein Apothekarius oder irgendein Sanitäter mit Xenos-Erfahrung drüber sehen, was da mit den Biozidspuren dann passiert. Also langfristig vielleicht irgendwas, aber kurzfristig werden die sicherlich noch weiter mitmachen. Aber die haben jetzt nicht irgendwie mal so einen dritten Arm oder sowas Nettes, ne? Nee, noch nicht. Nein. Gut. Nein. Die sind höchstwahrscheinlich an anderer Stelle in der Hauptstadt oder sowas. Gut, dann könnt ihr euch positionieren. Die beiden Kadianer oben neben dem Kommissar. Und ihr bleibt einfach neben dem Landschlepper stehen. Ihr könnt auch sehen, hier vorne liegen teilweise aufgereiht Leichenberge. Die haben sie da wohl noch als provisorischen Schutzwall aufgerichtet. Und überall verstreut in dem Gelände einzelne Termaganten und Hormaganten-Leichen, die dann wohl eben auch schon zerschossen worden sind. Also da ist schon lang gekämpft worden und der Kommissar hat wohl auch einige Männer verloren. Ihr könnt wohl auch die bedauernswerte Seele erkennen, die vor sicherlich der halben Minute, die ihr dann hierhin gekommen seid, erschossen wurde, nachdem sie dann durchs Funkrief flieht oder lauft. Mhm. Bruder, was meinst du? Rücken wir eher im nördlichen Teil vor, dass uns die Soldaten, dass wir den Soldaten nicht ins Schussfeld kommen? Finde ich gar keine schlechte Idee. Dann versuchen wir mal ein bisschen leiser zu joggen, so ungefähr erstmal hierhin. Immer weiterhin die Ausschau offen, vor allem auch zu gucken, dass sich irgendwie hinter Kisten oder so weiter auf einmal irgendeins von diesen bestialischen Bestien auftaut. Neben meinem Bolter auch noch das Kettenschwert in die andere Hand und mach mich bereit für einen Nahkampf, obwohl ich das nicht liebe. Ich gehe immer ein Stückchen Schritt nach vor meinem Bruder. Ich bin definitiv eher der Nahkämpfer. Ja, das bist du. Ja, ihr könnt auch mittlerweile erkennen, wie aus der Verbrennungsanlage, aus dem Torbogen, der erste gebogene Kopf eines Hormaganten in eure Richtung schielt, aus seinen schwarzen Augen, die euch bösartig anfunkeln. Aber zum Trotze wird er nicht einfach in den Sturmangriff gehen, sondern seinen Kopf wieder wegziehen. Ich würde tatsächlich die Axt kurz an den Haken hängen und eine meiner Granaten einfach mal in die Hand nehmen. Also ich gehe davon aus, dass hier so Lücken sind, wo man durchaus die Granaten und irgendwas reinwerfen kann. Oh, das ist ein schwieriger Wurf, aber soll gelingen, ja. Also wenn du das Fenster hier triffst, kann man sicherlich mit einer Granate viel anrichten, ja. Dann würde ich tatsächlich einmal kurz
noch hier rüber. Wie sieht denn deine Fernkampffähigkeit aus? Soll ich das nicht lieber machen? Du hast wahrscheinlich eine höhere BF als ich. Ja, ich habe 53. Ja, dann bist du da definitiv eher derjenige. Dann, aber ich würde trotzdem. Aber lass uns noch ein bisschen vorrücken. Ja, hier so hinter die Kisten. Vielleicht so hinter die Kisten. Dann gib mir mal einen Schleichenwurf. Okay. Wir haben ja Schleichen erlernt. Derweil bei den Menschen, habt ihr noch irgendwelche Vorbereitungen, irgendwelche Granaten, irgendwelche schweren Geräte, die ihr auffahren wollt? Nö, aber ich würde mich jetzt da auf dem defekten Landschlepper hinlegen, sodass ich ein stabiles Ziel habe und dorthin zielen, wo der Kommissar meinte, dass die Dinos rauskommen. Ja, Elizabeth hat auf alle Fälle ihre Laserpistole gezogen und hatte den Granatengürtel neben dich gelegt, auch abgezogen, sodass du jederzeit nach Granaten greifen kannst. Ja. Vor allem die Frag-Granaten, die dann gegen, ja, nicht gepanzerte Ziele, sondern gegen die menschlichen oder gegen biologische Ziele Wirkung zeigen. Okay, ja, dann könnt ihr auf alle Fälle sehen, jetzt wo ihr euch herangeschlichen seid, wie in dem Inneren der Verbrennungsanlage durch die, das sind so Bunkerfenster, sitzen eine ganze Menge an Termaganten, Hormaganten drin, also eine Horde tatsächlich, so wie es der Kommissar durchgesagt hatte. Und während ihr auf eine der Holzkisten zugeht, knackt es einmal vernehmlich. Und dann seht ihr, wie sich eine der Horden als Masse aus der Tür heraus ergießt und der Kampf beginnt. Wir würfeln Initiative. Da sind Tyranniden zu erschlagen. Okay, dann beginnen wir mit der 13, Octavius. Ja, ich nehme eine Fragmentgranate und versuche, die durch ein Bunkerfenster auf die nördliche Horde innerhalb des Gebäudes zu werfen. Ja, da brauche ich auf alle Fälle einen Wurf von dir. Der ist auch erschwert. Ja, okay. Ich mache da mal eine plus 20 draus. Ich würde eine Runde zielen. Also eine halbe. Das ist eine gute Idee. Du kannst auch, glaube ich, im Vorfeld Schicksalspunkte ausgeben, oder? Müsste das nicht gehen, um sich da irgendwie... Also in Only War geht das. Ich glaube auch. Du kannst im Vorfeld welche ausgeben und du kannst nachträglich welche ausgeben, wenn es geklappt hat, um dir noch einen zusätzlichen Erfolg zu kaufen. Man kann auch rerollen. Du kannst auch rerollen, ja. Okay, du zielst eine Runde, also eine ganze Runde, ne? Ne, eine halbe Runde. Eine halbe, okay. Dann kannst du auch werfen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe 53, minus 10 wären 43, reicht. Ja, okay. Dann, wie viel, was hat ihr für einen Radius? Fragment hat, glaube ich, 5 Meter. Moment. Also 5 Meter, zeichnen wir mal einen 5er-Kreis ein. Ja, der heißt Explosiv 5, also Radius 5 Meter, also Durchmesser 10 Meter. 2W10 und Explosivschaden, das ist wichtig, weil wir das wieder als Horde behandeln. Die Horde ist 30 stark und dementsprechend bekommst du auch auf die Horde noch einen Bonus von 30, weil die einfach zu treffen ist. Also das ist nicht so doll, aber es reicht, um sie alle anzukratzen, würde ich sagen. Waffen, die über die Eigenschaft explosiv verfügen, treffen eine Horde so oft, wie der Wert in Klammern beträgt. Eine Granate mit der Eigenschaft explosiv 4 verursacht also automatisch 4 Treffer, wenn man sie erfolgreich in die Horde wirft. Hat die explosiv 4? Nee, die hat explosiv 5. 5 sogar, okay. Und du hast einen zusätzlichen Treffer. Dann hast du 5. Dann hast du 6 Kreaturen ausgeschaltet, korrekt? Das könnte man so machen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sind tatsächlich 6 im Explosionsradius. Dann nehme ich die gleich alle raus. Tot. Okay, dann ist die 13 durch. Tordal. Okay. Gut, dann, da ich ja tatsächlich jetzt noch nicht direkt in den Nahkampf reinstürme, wahrscheinlich. Weil da würde ich jetzt, wenn ich das richtig sehe, die Soldaten in den Schussbahn laufen. Und hier vorne an dem Bunker war nur ein Fenster, ja? Da kann ich nicht einfach reinspringen. Das ist ein Bunkerfenster, genau. Also du kannst da reinschießen. Vor allem auch gut mit einer Melterwaffe oder mit einem Bolter. Da kann man gut reinfeuern, ja. Aber durchkommen... Dann schieße ich tatsächlich erstmal nur mit meiner Boltpistole.
Also da, wo du jetzt gerade stehst, da würde ich auf alle Fälle auch einen plus 10er Wurf haben. So, ich guck gerade. Ich halt, das wären. Ja, genau. Oder eben die 15 Meter direkt vor dir. Da musst du nicht durch das Bunkerfenster schießen. Genau, und dann ist das tatsächlich eine kurze Reichweite. Und dann schieße ich einfach mal.